Für Muslime weltweit hat das Opferfest Eid al-Adha begonnen. Es wird zum Höhepunkt des Hadsch, der Wallfahrt nach Mekka, begangen und ist das wichtigste islamische Glaubensfest. Laut Überlieferung erinnert es an die Bereitschaft des Propheten Ibrahim, seinen Sohn Ismail zu opfern, um Allah seinen Glauben zu beweisen. Die Pilger in Mekka markierten den Beginn des viertägigen Fests mit der symbolischen Steinigung des Teufels.